Hallo und herzlich willkommen beim heutigen K2 Base Kurzvideo. Ich bin Ronny und heute geht es um die Frage, wie ich eine Base-Planung auf meinen Computer herunterladen kann. Dazu habe ich hier schon mal eine K2 Base-Planung vorbereitet. Die möchte ich jetzt auf meinen Computer runterladen und achte erstmal darauf, dass die Planung fertig durchkalkuliert wurde. Im Moment ist das nicht der Fall. Das sehe ich daran, dass die Seitenzusammenfassung hier noch grau ist. Jetzt gehe ich erstmal auf die Seite Ergebnisse, dann wird das Projekt kalkuliert und das Wort Zusammenfassung erscheint hier in rot. Jetzt kann ich über den Download-Button links meine Datei herunterladen. Und sehe dann auch gleich, dass es erfolgreich war. Jetzt öffne ich meinen Downloads-Ordner und kann mit der Datei jetzt machen, was ich möchte. Zum Beispiel sie an eine andere Person per E-Mail als Anhang weiterleiten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.